In der Werkstatt von Uhrmachermeisterin Monika Drechsler in Main sind Zeitmesser verschiedenster Epochen in guten und ganz wichtig in ruhigen Händen. Arbeiten an mechanischen Uhren zählen ebenso dazu wie das Programmieren der jüngsten Uhrengeneration, die via App medial vernetzt ist und unter der Oberfläche eines klassischen Ziffernblattes modernste Kommunikationstechnik verbirgt. Mit Jörg Kreten ist ein 20-Jähriger in Ausbildung und er lernt Seite an Seite mit der erfahrenen Meisterin dieses traditionelle, aber inzwischen doch eher seltene Handwerk. Das Interesse für den Beruf wurde während eines Praktikums geweckt. Nach der Schule habe ich mir eine Ausbildung gesucht. Dann kam ich über meinen Vater, weil ich Monika von früher schon kannte, hatte mein Vater mir vorgeschlagen, dass ich mir mal den Beruf Uhrmacher im Praktikum machen könnte. Das hat mir doch der zugesprochen. Habe ich eine Woche im Praktikum gemacht bei der Monika. Hat mir auch Spaß gemacht. Es sind natürlich am Anfang noch größere Sachen. Man macht einfachere Arbeiten, aber je mehr man dann lernt, umso kleiner und technischer werden die Sachen auch. Und das hat mir einfach sehr zugesagt. Neben der betrieblichen Ausbildung im Mainer Betrieb, der 1961 gegründet wurde, besucht er auch die Berufsfachschule. Für Uhrmacher ist diese in Würzburg. Ich gehe ungefähr einmal im Monat für 2 Wochen nach Würzburg, fahre ich dann. Das sind im Jahr dann insgesamt 12 Wochen. Das heißt, ja, ist schon ein weiter Weg nach Würzburg und das Einzige in Rheinland-Pfalz. Ist doch schon ungewöhnlich. Doch auch der weiteste Weg lohnt sich, geht es um das Erreichen der Lernziele und einen guten Ausbildungsabschluss. Mit der Weitergabe ihres Wissens unterstützt auch Monika Drechsler, seit 1993 Meisterin, den Weg von Jörn. Ich selber bin von Leib und Seele Uhrmacher und möchte das auch gerne weitergeben. Habe selber das Glück gehabt, 2 gute Lehrmeister zu haben. Zum einen, wo ich gelernt habe, das war ein super Mann. Mein Vater war auch Uhrmachermeister, konnte man auch einiges weitergeben. Und ich fände es schade, wenn dieses Wissen irgendwo brach liegen würde, was jetzt bei mir angekommen ist. Und ich würde es gerne weitergeben, weil es gibt auch so wenige Uhrmacher und auch wenige Betriebe, die ausbilden, gerade hier in unserer Gegend. Insofern finde ich das schon schön, wenn sich junge Leute interessieren und man kann da ein bisschen helfen, Uhrmacher wieder auf den Weg zu bringen. Beim Blick nach vorn sind sich beide Uhrmacher einig. Es wird auch künftig immer etwas zu tun geben. Denn sowohl historische wie auch die modernen Uhren stehen bei der Kundschaft hoch im Kurs. Und die Handwerker sorgen dafür, dass sie sekundengenau funktionieren. Wichtig ist, mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Der Beruf wandelt sich ja wie die meisten Berufe. Das heißt, heute sind Quarzwerke sehr, sehr verbreitet. Aber es gibt immer noch doch das Interesse in mechanischen Uhren, die Automatikuhren, die einfach von sich auslaufen. Ich denke, dieses Interesse wird auch nicht abnehmen, also weil einfach dieses Interesse an purer Technik, purer Mechanik doch in Menschen irgendwie verankert ist. Und da, solange es solche Uhren gibt, denke ich, wird der Beruf noch viel Spaß machen. Es hat noch eine blühende Zukunft. Im Endeffekt müssen wir sehr vielseitig gucken. Also prinzipiell haben wir sehr viele Antikuhren, wo natürlich eine Reparatur in Stunden, tagelange Arbeit geht, was auch dementsprechend natürlich auch dann leider dem Kunden dann niederschlägt. Aber das ist eine Arbeit, die ja wenige Leute noch machen, insofern auch sehr wertvoll. Dann müssen wir natürlich auch mit den heutigen Sachen umgehen können, heißt im Funkuhrbereich, Smartwatch zum Teil gibt es. Auch nicht nur im Handyladen, sondern gibt es auch teilweise bei den Uhrmachern, wo wir uns also jetzt nicht nur mit Räderwerken beschäftigen, sondern auch mit Programmierarbeiten und mit Handy-Apps, wo wir dann halt praktisch mit der Uhr kommunizieren müssen. Also man kann nicht stehen bleiben, man muss halt immer weitergehen. Und das ist halt das Wichtige, dass man die Augen offen hält und immer schaut, was hat der Markt und was muss man dazu lernen. Um Ausbildung und Berufsbildungssysteme ging es auch beim Besuch einer mexikanischen Regierungsdelegation bei der Handwerkskammer Koblenz. Im Zentrum für Ernährung und Gesundheit begrüßte Hauptgeschäftsführer Alexander Baden unter anderem den Staatssekretär Dr. Rodolfo Terán aus dem mexikanischen Bildungsministerium. Zusammen mit mehreren Parlamentariern informierten sich mexikanische Regierungsvertreter über das duale deutsche Ausbildungssystem. In Theorie und Praxis gingen HWK-Experten auf den Dreiklang von betrieblicher Ausbildung, Berufsschulunterricht und überbetrieblicher Ausbildung in den Einrichtungen der Handwerkskammer ein. Ein ähnliches Modell ist bereits in Mexiko eingeführt, wie der Staatssekretär aus dem Bildungsministerium erklärte.
In Mexiko estamos trabajando en Wir haben in Mexiko die Absicht, das duale Ausbildungssystem weiter zu verbreiten und möchten uns hier darüber informieren, und zwar nicht nur über komplizierte Industrietechniken, sondern gerne auch sehen, wie das Handwerk arbeitet. Und sie fragte nach meinem Eindruck jetzt nach dem kurzen Besuch. Ich bin wirklich beeindruckt, und zwar aus drei Gründen. Zunächst einmal aufgrund der Qualität der Ausbildung, die hier gefahren wird, und auf der anderen Seite die Technologie, die sie anwenden können, wie hochqualifiziert das ist, aber auch die Bereitschaft, uns Auskunft zu geben, die hohe Qualität der Ausbilder selber und ihre nette Bereitschaft, uns über alles Auskunft zu erteilen. Und es ist sehr schön zu sehen, wie die späteren Berufsausübungen jetzt hier vorbereitet werden. Ocupaciones y tareas específicas. In den Werkstätten für Bäcker, Konditoren und Friseure suchten die Gäste aus Südamerika das Gespräch mit Lehrlingen, Ausbildungsmeistern und Ausbildungsberatern. Im Mittelpunkt standen Fragen zu Vergleichbarkeiten deutsch-mexikanischer Ausbildungsinhalte und Zugangsvoraussetzungen für eine duale Ausbildung. Auch wenn die Berufsfelder unterschiedlich sind und deren Zahl in Deutschland wesentlich höher ist, gibt es viele Parallelen. Darauf lässt sich aufbauen, und in Mexiko soll die Zahl der Berufe, die über eine duale Ausbildung vermittelt werden, ausgebaut werden. Dabei sollen die in Koblenz gesammelten Erfahrungen helfen, und die deutsch-mexikanischen Berufsbildungsexperten wollen den weiteren Weg gemeinsam gestalten.